toll aus von oben. Der Nico hat nämlich Bratäpfel gemacht. Also da sind so Dominosteine drin und die werden jetzt wahrscheinlich alle rausfließen und fließt das hier um. Aber ich will ja nicht rumunken. Hier werden Fotos gemacht. Die machen Fotos. Weiß aber nicht so, da wird Foto, ja, hallo. So, Dani, ich möchte jetzt langsam anfangen. Ja, ich auch. Oh, du hast da schon einen kleinen... Oh. Ein kleiner Nico drauf. Der sieht aus, wie als ob der Ecstasy genommen hat. Ja, der Shield, das macht er extra so. Ich habe jetzt unter Einsatz meines Lebens habe ich zwei Herzen verziert, zwei Lebkuchenherzen, die zeige ich euch jetzt mal. Habe ich für meinen Mann, den Klausi, wunderschönes, süßes Herz beschriftet. Mit einem ganz süßen Herz noch unten dran. Ich finde, das ist wahnsinnig süß gestaltet. Und dann, lassen wir so blöd, habe ich hier noch ein Herzchen für meinen Hund, für meinen Putin, mit so süßen Südseeperlen außenrum. Die sind nicht essbar, ist meinem Hund aber egal. Und das werde ich jetzt beides verschicken. Und dann wird es eine Weihnachtsüberraschung für die beiden. Freuen sich wahrscheinlich wahnsinnig. Wer bist denn du eigentlich? Hallo, ich bin die Kathi. Ach, du bist die Kathi? Ich bin sehr unbekannt. Bist du auch eine Bloggerin? Nein, ich bin nur eine Instagrammerin. Ach, du bist eine Instagrammerin? Ja. Okay, und was Instagrammst du so? Ich mache nur Facepaintings. Caro oder Kathi? Kathi. Kathi. Die Kathi macht Facepaintings. So. Ach so, das bist du? Ja. Du hast aber andere Haare. Ja, das ist meine Signature-Wig. Das ist deine Signature. bist du auch eine Instagrammerin? Ich mache auch Instagram, aber hauptsächlich habe ich damals mit YouTube angefangen. Ja, ach so. Ich bin eine YouTuberin, ja? Aber schon eine der älteren, also ich mache das schon seit 6 Jahren. Eine YouTube-Oma sozusagen. Genau. Ja? Guck mal, da ist die Molly. Da ist die Molly, die ist ein Zwergspitz. Seid ihr Instagrammer oder YouTuber oder was? Instagram, ja. Das ist was, ich hab davon mal gehört. Ich bin glaube ich auch für euch steinalt schon. Wie alt seid ihr? 25. Ah, okay, verstehe. Eine Rentnerin schon. Okay, Musical, da singt man so, da ist das Lied und dann singt man. Das machst du? Ja, ja. Wie, das machst du? Beruflich? Ja. Das hat's angefallen. Verarscht ihr mich gerade? Zeig mal irgendwas. Ich hab schon einen richtigen Christmas-Feed. Und sowas machst du auch? Nee, ich mach sowas nicht. Was machst du? Ich bin eher so auf Instagram aktiv. YouTube hab ich auch noch, ja. Und du? Ja, was machst du denn? Ich mache ja viele Fashion-Posts, Travel, Reise hier. Also das, wo sie bei TAF immer sagen, ist ein Influencer. Genau. Ja? Würdet ihr euch selber als Influencer bezeichnen? Ja. So sehen die aus. So sehen Influencer aus. Gut, interessant. Und da wurdet ihr heute eingeladen und jetzt müsst ihr ganz viel posten wahrscheinlich auch, oder? Das ist das, oh Leute. Ja, und habt ihr Lust? Ja. Klar. Nächstes immer. Nächste Events sind immer geil. Ach wirklich? Ja. Ja? Okay. Warum? Nächste Events. Ach, ich sag's jetzt doch nur so. Nein, wirklich, ja. Ist immer Hammer. Genau, so muss ich organisiert. Ja. Ich verstehe das immer noch nicht. Ich verstehe nicht, wie die ihr Geld verdienen, aber egal. Man versteht es einfach nicht. Manchmal frage ich mich wirklich eigentlich, wer bin ich? Was war dann? Ja, dann sehr zum Wohle. Hast du den selbst angerührt? Ja, der ist Thomas Gehandel. Von Netto. Jetzt guckt mal, ich habe natürlich mich komplett beschmattert. So, also jedenfalls wollte ich gerade sagen, ich habe jetzt alle Herzen fertig verziert. Ich möchte jetzt auch nicht mehr weiter Dinge verzieren. Das reicht mir jetzt auch. Ist so.
Und dann habe ich gerade mit der netten Dani ein Foto gemacht und sollte fürs Foto in dieses Herz beißen. Oh Scheiße, jetzt habe ich mich... Das ist alles voller Kuvertüre, Verzierungszeug. Man kann nirgendwo anfassen. Es ist alles kleberig. Und dann habe ich dann da reingebissen, weil ich dachte, fürs Foto ist es lustig, aber leider war das das Herz von irgendjemandem, der wollte das irgendwie seiner Mutter schicken oder so. Tut mir leid. So, der Nika, das ist dieser Nackte, der verziert jetzt ein Herz. Jetzt wollen wir doch mal den Nika fragen. Du siehst jetzt schon richtig beschissen aus, Nika. Ja, ich bin du musst dich ein bisschen mehr anstrengen. Ich habe eigentlich so ein leichtes Hühnchen. Aber eigentlich... Ja. Nee, das sind alles zu fruchtig. Möchte ich auch nicht. Möchte gerne so ein Wrap. Ja, so ein Wrap. Ich würde sagen, eine Zucchini mit so einer getrockneten Tomate. So, wir sind auf einem Blogger-Event. Achtung. Ich hab früher mehr, aber jetzt gar nicht mehr. Aber das kommt meine Klicks, ja, meine Klicks, geht hoch. Schon, so. Da geht's um Instagram. Warst du noch von der Arbeit? Bin ich fest, warst du da? Das wär's. Ich hab voll lange getroffen. Von der Arbeit, weißt du, wie ich denn aussehen würde? Und du alle bekloppt. Und du alle bekloppt, oder? Alle bekloppt. Gruppenfoto. Alle bekloppt. Alle bekloppt. 20.03 Uhr, ein knappes Stündchen ist noch Zeit. Und ich muss ja wirklich was sagen, also langsam kann ich dieses Geschnatter auch nicht mehr ertragen. Eigentlich noch. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich jetzt auch ein bisschen schon aufs Hotel. Es ist doch sehr schrill alles. Meine Güte. Also ich bin wieder im Hotelzimmer, wie ihr unschwer erkennen könnt. Das war ein... Also ich muss ja sagen, Influencer sind schon wirklich, wirklich komische Menschen. Die hängen alle nur vor ihren Smartphones die ganze Zeit. Ich verstehe auch nicht, was die machen. Aber gut, ich bin halt auch einfach schon fast 40. Daran merkt man es immer wieder. Das ist einfach auch eine Generation, eine andere Generation. Wie dem auch sei, trotzdem, ich bin jetzt durch. Und ich habe wieder mal ein Goodiebag von NYX bekommen. Und ich mache jetzt mal exklusiv für euch ein kleines What's in my bag. Das ist eine Highlighting-Palette. So, dann... Oh! Ein Shampooschen. Da freue ich mich natürlich wieder. What's next in my bag? Einen Cosmic Metals Lip Cream. Sowas benutze ich nicht. Verschenke ich auch hier über meinen Kanal. Dann Lip Cream, nochmal, benutze ich nicht. Scheiße. Noch so eine Lip Cream, oh, verschenke ich auch, benutze ich nicht. So, was haben wir hier, was ist das denn? Holographic Halos Shimmer Stick. Oh, das ist gar nicht verkehrt. Ich glaube, sowas könnte ich mal ausprobieren, so ein Shimmer-Stick. Dann sieht man immer aus wie diese aufgespritzten, aufgeplusterten Hollywood-Nutten, die so fettig glänzen, weil sie überall so einen Glimmer-Stick draufhauen. So, und dann, oh, was ist das? Holographic Halo, noch ein Shimmer-Stick, aber in so leicht Rosé. Tja, ach, da sehe ich bald aus wie René Zellweger.
Also das war mein kleiner Trip nach Köln. Wirklich, das war wirklich sehr, sehr kurz und sehr schmerzlos. Obwohl, so schmerzlos war es gar nicht. Ihr süßen Mäuse, abonniert meinen YouTube-Kanal, ihr wisst und bla und überall und Facebook und Instagram ist jetzt total wichtig, habe ich heute nochmal gelernt. Ich habe auf Instagram, glaube ich, 4000 irgendwas Follower. Da waren Mädchen, die haben 770.000 Follower. Ich verstehe jetzt, entweder die sind wirklich alle aus Indien gekauft oder die haben wirklich so viele Follower. Naja, egal. Ich verdiene trotzdem mehr Geld als die. Bis dahin, ihr süßen Mäuse. Bye! Sharing is caring.